Pool und für Orbi ist charakteristisch seine turmartige, hochaufragende Gestalt. Das sehen wir alle, die wir jetzt sozusagen in dieser Perspektive sind. Sie erinnert den Betrachter an bekannte Gebäudeformen, wie Burgtürme, Wehrtürme, Kirchtürme. Auffallend aber, und darin liegt das Entscheidende und der Unterschied gegenüber den gerade genannten Bauwerken, ist die Gestaltung des oberen Bereichs. Marco Schuler arbeitet hier mit einem für ihn und uns bekannten Motiv, das in vielfältiger Weise für unterschiedliche Bereiche seines Werkes kennzeichnend ist, das Augenmotiv. Augenpaare, die in alle vier Himmelsrichtungen ausgerichtet sind, Orbi, der Weltkreis. Sie geben dem Gehäuse ein menschliches Gesicht, eine menschenähnliche Gestalt, einen Ausdruck. Ähnlich einem Burgfried besitzt er in seiner Größe und seiner aufgerichteten Haltung etwas Statisch, Starres, Festes. Mit seinen klaren Begrenzungen und angesichts seiner symmetrischen Form und seiner Massivität vermittelt er den Eindruck von etwas Herrscherlichem. Dazu passt der starr ernste Blick. Das heißt, das Gebilde artikuliert einen unverrückbaren Anspruch, der sozusagen sich selbst als Behauptung in den Raum stellt, der eine Position markiert. Das Gehäuse umschließt einen Raum. Gut, also vielen Dank für Ihr Kommen und genießen Sie jetzt noch den Ort. Danke. Anbau.